Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Berseria. Ja, wir stehen jetzt hier vor diesem großen Affen. Und wir wollen mal schauen, ob wir den besiegen können. Ach. Okay. Orgkong. Schauen wir erstmal. Schwäche ist Wind. Okay, Resistenz gegen Feuer und Wasser. Okay, also Wind. Schauen wir mal. Okay, ich habe nur diesen Schwalbentanz. Mal Erde dazu. Watch yourselves. This guy means business. I know. Training isn't worthwhile if you get killed while doing it. No. Was macht er denn? Ich glaube, den schaffe ich nicht. Boah, der hat auch voll viel, ne? 18.000 insgesamt. Okay, ich lasse die anderen einfach mal machen. Scheint ja auch was zu bringen. It was a close one, but I am the victor. Whew. That thing was pretty strong. You just wanted something good to train on. I'm not in it just for myself. If I get stronger, I'll be more helpful in your battles. This counts towards the repayment of my debt. But you don't deny at least part of it was for yourself. Of course not. Every true swordsman wants to train so they can improve themselves. It might be a little late to ask, but what debt exactly are you repaying, Rokuro? My sword is my life. When I was separated from it, Velvet told me where to find it. Also, she broke me free from a 500-year-long prison sentence. You say that like it's an afterthought. And that's why I can't fully trust you. I don't follow. Us Rangetsu men are renowned for our sense of duty and commitment. Actually, now that you mention it, Rangetsu's a pretty unusual last name. I heard your family specializes in unconventional swords and fighting styles. That's true. Our ancestor was a swordsman from way off in another country who came to this land a long time ago. A foreign swordsman, huh? I guess that explains why your swords and techniques stand out so much. He had quite a hard time getting by in this unusual land, until he was taken in by an aristocratic family. Ever since, the Rangetsu clan has accepted the rule of their benefactors and has served them in repayment of their debt. Served them as bodyguards? Bodyguards, assassins, spies, body doubles. Whatever the order, your family will carry it through. Always return that which you've borrowed, even if you must repay it with your life. That was our ancestors' creed. In truth, four of my five older brothers are dead. You have to admit, we take our sense of duty seriously. Yeah. All right, I get it. You and your family are all tied to your sense of honor. That seems to be the case. We can count on him. As long as he's on our side, at least.
Oh, come on, that's not fair. Okay, wir haben den Affen besiegt. Finde ich ja schon mal ganz gut. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir kriegen dafür eigentlich auch jetzt eine Belohnung. Dass wir den Affen besiegt haben. So, dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Schauen wir mal, was da abgeht. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss nach unten, ne? Naja, ich muss nach unten. Ich bin verkehrt. Ich bin verkehrt. So, hier geht's lang. Ah, diese Viecher. So, wir sind zurück in der Stadt. Jetzt will ich erstmal noch zu einem Händler, denn ich will mal wissen, ob ich jetzt hier diese Dinger einsetzen kann, damit ich schneller werde, etc. Das wäre nämlich schon von Vorteil. Wenn das ein bisschen zackiger hier gehen würde. Kommt herein. Bla bla bla. So. Aufwerten. Gucken wir mal. Schärpe. Nee. Es funktioniert nicht. Hm. Ja, jetzt ist halt die Frage, geht es dann von alleine? Zur Ausrüstung. Ausrüstungsfertigkeiten. Okay, also das hier lerne ich ja einfach nur, ne? Hm. Hm. Nee. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Das hier sind einfach nur die Titel. Hm. Okay, ich gucke hier noch mal ganz kurz. Glazid des Wunderkinds. Aber wie kann ich das ausrüsten? Das muss doch irgendwie funktionieren. You look like you could use...
Okay, ich muss das bis zum nächsten Part, muss ich das mal checken. Gehen wir erstmal jetzt hier in die Gilde, sonst vergeuden wir hier nur die Zeit. I hear Mendy made it back safe. That takes care of that problem. Vereitle einen Überfall auf die Königliche Medizinische Gesellschaft an der Danan Fernstraße. Keep up the good work. So, somebody means to ambush the Royal Medical Society on the Danan Highway. The Royal Medical Society is a group of doctors that travel around healing the sick. They're funded by donations given by ordinary folk. Why would anyone attack them? Don't ask me. Some people are just twisted. And why would an underworld group defend them? Who knows? Something to do with the attackers, perhaps? Ja gut, machen wir erstmal die Mission, würde ich mal sagen. Und dann check ich das mal bis zum nächsten Part. Was ich hier machen muss, damit ich dieses Zeug einsetzen kann. So, jetzt ist die Frage. Wo sind die Typen? Ich schätze mal, dass es im nächsten Gebiet erst ist. Na, verpiss dich, du Schlange, verpiss dich! Okay, hier ist anscheinend nichts. Dann gehen wir doch den anderen Weg. Okay, da komme ich nicht lang. Ja, dann bleibt ja nur noch der Weg da hinten. Dass man hier nicht einfach runterspringen kann, verstehe ich nicht. Okay, bin ich hier richtig? Ich denke mal schon. Aber mit wem muss ich quatschen? Hinfort, solange das Reisen eingeschränkt ist, darf hier niemand durch. Bla bla. Okay, das ist so doof. Also hier geht's auch nicht weiter. Ach da. Na super. Okay. Ich hätte dahin müssen, wo der Affe ist. Oder war, besser gesagt. Ach, so ein Mist. Jetzt vergeude ich hier die ganze Zeit, um hier rumzulatschen. Hätte ich mal gleich auf die Karte gegafft. Naja. Kann man jetzt nichts ändern.
out of our way! That there! That's our food! Who is giving it up? It's ours! So the attackers were demons. I guess that's why they needed us to stop the attack. The doctors? Looks like they ran off. It appears they were after this stuff. Medicine with the cathedral seal. That scarf, did that belong to the attackers? Yeah, all three were wearing them. Does it mean something? They were just demons. Aggressive ones who attacked the innocent. We finished all the jobs. Let's get back to the old lady's tavern. You sure do like that Mabo curry. Do I? Don't ask me. You didn't think it was tasty, Velvet? Couldn't tell you. Huh? Food doesn't hold any flavor for her. According to Velvet, she can never feel sated, and the only thing she can taste is blood. Oh, I see. What's the matter? You're gloomier than usual. Am I actually useful? Huh? You can cut down any enemy, and Aizen can beat them up. Velvet is strong and can eat anything. Huh? But I'm not good at fighting, and apparently I'm always gloomy. Is that what's bothering you? In a fight, offense alone isn't everything. Hurting your foes means nothing if you don't live to tell the tale afterwards. Your healing arts are what let us always fight at our best. He's right. Compared to dead weight like Mogilu, you're plenty helpful out there. Only compared to Mogilu? I didn't mean it like that. I was just saying she never helped at all. Oh. You're not going to grow overnight. Be patient. Huh? You've only just been set free. That you've even managed to keep up with us this far is a feat in and of itself. Strength comes by continually improving your mind and body. Keep your spirits up and keep working at it, and you'll get there before you know it. I will? The drive to improve is what's important. Right. So, also wir haben hier den Überfall zwar nicht verhindert, aber wir haben die Typen besiegt. So, haben wir noch hier irgendwas in diesem Wagen? Nö. Da ist nix. Okay. Okay, dann gehen wir mal zurück. Können wir die Kisten hier vielleicht noch kaputt machen? Nö, hier geht auch nichts. Okay, gehen wir mal zurück in die Stadt. Ich guck mal auf die Uhr. Okay, in die Stadt können wir noch zurücklatschen. Das dürfte kein Problem sein. Ich nehme die Kugel da noch mit. You're fighting the Reaper. Deception! Hold up!
By the way, those folks we just passed were talking about us. What were they saying? They were warning each other to be careful, talking about the demons that burned down Helaviz and destroyed the Seagate Fortress being near the capital. Considering how bold we've been, everyone's still fairly calm about it. We'll be famous soon enough once we kill the world's savior. Sounds like that could get fun. Fun? Why? The people trying to capture us will put prices on our heads and put up wanted posters everywhere. Depending on who draws the likenesses, each portrait can look completely different. You know what I'm talking about, right, Aizen? Aye. I've seen dozens of pictures of myself. Some make me a monster, others make me a handsome youth. It's fascinating, really. I hope I get a poster soon. Then do your best to really stir things up. Right. I'll stir everything up good. Also irgendwie habe ich jetzt so eine Assoziation mit One Piece. Ich weiß nicht, eine Piratentruppe und Fahndungsbilder. Ja. Okay, ich muss mal wieder in die Taverne. So, ich würde aber sagen, ich mache hier den nächsten Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Tales of Berseria, wie es hier weitergeht. Also, bis dahin. Bye-bye.